In dem heutigen Video werde ich drei unglaublich krasse Theorien von meinen Zuschauern prüfen. Denn unter anderem kann es sehr gut sein, dass die Community Managerin Paula in sehr großer Gefahr ist. Bau dir dein eigenes Danita Case. Wähle deinen Namen, deine Spieler-ID und das passende Abzeichen aus und werde offizielles Mitglied von Team Danita auf www.merchbase.de/Danita. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf Danita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, und Leute, ich habe heute wieder ein unglaublich geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar werde ich heute auf Zuschauertheorien reagieren. Das Ganze ist echt länger her, seit ich das gemacht habe. Deswegen, Leute, falls ihr wollt, dass dieses Format wieder öfter kommt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Die nächste Folge schaltet ihr frei, wenn dieses Video hier die 7777 Daumen nach oben erreicht. Abonniert natürlich auch gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Checkt meine zwei anderen Kanäle aus. Einmal den Kevin Spielt Kanal, auf dem gibt es jeden Tag ein Gaming-Video, was nicht Brawl Stars ist. Und den Kevin Light Kanal, dort gibt es jeden Tag ein Reaction-Video. Eine ganz wichtige Info, am 16.04. auf merchbase.de/dermerch kommen die Danita-Handyhüllen raus, Freunde. Schaut die euch mal an, die sind wirklich unglaublich geil. Ich habe die jetzt hier auch bei mir. Die könnt ihr komplett an euch individuell anpassen lassen. Ihr seht jetzt hier meine Spieler-ID, die Unterschrift von Lukas und mir und dann auch noch Hashtag der Merch. Und auch das kleine Bildchen, wo jetzt Danita ist, das könnt ihr auch anpassen. Es gibt über 200 Handymodelle und die Handyhüllen sind streng limitiert auf 1000 Stück. Also wenn ihr eine haben wollt, seid schnell. Das ist ein Tag vor Ostersonntag. Also auch ein perfektes Ostergeschenk. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. So, der erste Kommentar, den wir uns angucken, ist von Anonymous. Und er schreibt, habe noch eine gute Theorie. Brawl Stars hat das Bild auf Social Media gepostet, auf dem 3 Entwicklungen von Sprout zu sehen sind. Das seht ihr jetzt einmal hier hinter mir eingeblendet. Und er schreibt noch, in Pokémon gibt es ebenfalls 3 Entwicklungen von Level 1 bis zu Level 100, wie auf dem Bild. Muss schon sagen, der Sprout hier auf dem Bild ist extrem krass. Außerdem war auf einem älteren Bild von Brawl Stars auch ein Pokéball zu sehen. Das alles könnte bedeuten, dass es bald eine Kooperation mit Pokémon oder so etwas geben wird. Aber wir müssen aus der Vergangenheit sagen, Supercell hat bisher noch mit keinem anderen Spiel, zumindest bei Brawl Stars, kooperiert. Es gab zwar eine Kooperation mit Brown & Friends, wo hier dieser L. Brown zum Beispiel reinkam. Oder der extrem coole Sally Nani Skin. Aber eine Kooperation mit anderen Spielen, sei es irgendwie Fortnite, Minecraft, Pokémon und so weiter, gab es bisher noch nicht. Wäre eine coole Sache, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch darauf freuen würdet. Oder haut mal ein Hashtag PokémonXBrawlstars in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock hättet. Der nächste Kommentar ist von Kevin Nix und er schreibt, Theorie, am 19.04.2022 startet wieder der WKBRL-Livestream. Und ja, da will ich schon mal sagen, da wird auf jeden Fall die Tage vor dem 19.04. nochmal ein perfektes Video kommen, wo ich nochmal alles analysiere, euch nochmal alles ganz detailliert vorstelle, damit ihr Bescheid wisst, was am 19.04. im Brawl Stars sehr wahrscheinlich passieren wird. Aber was wir auf jeden Fall wissen, der WKBRL-Livestream ist seit dem 16.09.2021 gegen ca. 17.30 Uhr offline gegangen und er wurde gestartet am 19.04.2020 und war damit 515 Tage, 2 Stunden, 16 Minuten und 58 Sekunden online und die Vermutung ist im Raum, dass das Ganze geplant gewesen ist, aber es könnte auch sein, dass es durch einen YouTube-Bug passiert ist. Die beiden Theorien stehen im Raum, die Antwort wurde bisher nie geklärt. Aber ich bin wirklich mal unglaublich gespannt, Freunde. Ich habe euch schon vorgestellt, diesen Monat werden noch so unglaublich krasse Sachen im Brawl Stars passieren. Wir haben Ostern, wir haben die Handyhülle, wir haben den 19.04., wir haben ein neues Update, wir haben neue Brawler, die auch diesen Monat angekündigt werden. Also auf jeden Fall sehr krass. Checkt auch gerne nochmal dieses Video zu aus, wenn ihr wissen wollt, was alles im April passiert. Aber jetzt kommen wir zu der interessantesten Theorie. Und zwar schreibt der Zercrow Folgendes, ganz wichtig, Starpark-Alarm. Paula Supercell hat einen eigenen Twitch-Kanal, der heißt PDE Paula und ist offiziell.
Wenn man auf ihren Twitch-Account geht, gibt es ein 56 Sekunden langes Kanalvideo, in dem sie vom Supercell-Team begrüßt wird. Dann wird eine Konfettikanone gezündet. Am Ende kehrt Ryan das Konfetti aus dem Supercell Main Center. Dabei sieht man im Hintergrund auf einem Fernseher das Starpark Investor Video. Heißt das, dass der Starpark im Hauptquartier ist? Like, damit der es sieht. Ich bin jetzt hier gerade mal auf Paulas Twitch-Kanal und zwar PDE Paula. Ihr seht hier, das ist ihr Twitch-Kanal. Und hier seht ihr auch, das ist der offizielle Twitch-Kanal von Paula, von der Community-Managerin. Und die Rede ist tatsächlich von diesem Video hier. We'll see you. Wait, you are not leaving me alone with Frank, right? That's right. Danny, I brought you some backup. Und es wird hier die Konfettikanone gezündet und ihr seht jetzt hier auf der linken Seite, schaut da ganz genau hin. Wir sehen in der Mitte einmal Ryan und auf der linken Seite sehen wir das Starpark Investor Video und das Supercell Hauptquartier direkt daneben eingeblendet. Viele von euch wissen, dass ich am 12.12.2018 das Supercell Hauptquartier besucht hatte wegen dem Brawl Stars Global Lounge. Und ich kann euch eins sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich da auf jeden Fall nichts mit dem Starpark gesehen. Und ihr wisst es ja auch, dank verschiedener Videos, da seht ihr jetzt hier mal ein paar Thumbnails eingeblendet, wo der echte Starpark, beziehungsweise der verlassene Themenpark, von dem der Starpark in Brawl Stars inspiriert worden ist. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, vielleicht könnt ihr euch an das Video vom 24.05.2021 erinnern. Da seht ihr hier mal das Thumbnail. Und zwar habe ich euch da vorgestellt, was mit Danny und Frank passiert ist. Diese haben nämlich einen Tag davor, am 23.05. folgendes auf Twitter gepostet. Und zwar dieses Bild hier. Und Frank schreibt dazu: Gute Erinnerung von meinem Starpark-Besuch mit Danny ein paar Jahre her. Und dann die Antwort von Frank auf diesen Tweet: Ich wollte wirklich diesen Ort nicht verlassen. Und Dannys Antwort darauf war: Manche sagen, wir sind immer noch hier. Also wir wissen von damals, dass es sehr gut sein kann, dass Frank und Danny im Starpark gefangen gehalten wurden oder sogar bis heute immer noch im Starpark gefangen gehalten werden. Das heißt, deine Theorie, dass der Starpark auch irgendwas mit dem Supercell Hauptquartier zu tun hat, ist gar nicht mal so weit hergeholt, dadurch, dass die beiden das vor circa einem Jahr getweetet haben. Es kam seitdem nichts mehr in die Richtung von Frank und Danny. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was das Ganze hier mit Paula zu tun hat. Wird Paula auch vom Starpark irgendwie gefangen gehalten? Was ist mit Ryan? Ist Ryan da ganz außen vor, weil der das Konfetti weggekehrt hat? Was ist mit den Supercell-Mitarbeitern? Habt ihr eine Theorie? Ich glaube, es kann gut sein, aber es ist ein bisschen sehr weit hergeholt, dass das Supercell Hauptquartier damit auch etwas zu tun hat. Aber ich bin mal sehr gespannt, was ihr sagt. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, Freunde, war es jetzt hier mit dem Video. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.